So Leute, da sind wir beim nächsten Video und diesmal was sehr, sehr cooles, was mir ein bisschen am Herzen liegt. Und zwar war ich ja neulich in Berlin. Da habe ich Leute getroffen, unter anderem den lieben Stefan von MTG Box. Und er hat mir seine MTG Box gezeigt. Die ist jetzt ein bisschen duster, weil die jetzt gerade im schwarzen Untergrund ist. Ich werde mal, ich sag mal ganz kurz diese Matte hier entfernen, damit ihr es besser seht. Und ist beeindruckender, wenn ich das so mache. Und das wisst ihr alle. Dementsprechend habe ich jetzt mal die Matte umgedreht und möchte euch jetzt mal diese Box zeigen. Dafür würde ich mal noch. Diese Box hat für mich was, was ich unendlich cool finde. Und zwar ist sie komplett 3D gedruckt. Das heißt, sie ist komplett selbst daheim designt. Hier das schöne Logo von MTG Box, wo er seinen Schriftzug rein verewigt hat. Sehr, sehr cool. Hat man eben als Deckel hier mit so einer, ich sag mal, Noppe, Lasche, wie man das auch mal nennen mag, die ihr eben dann hier drauf schiebt und dann rastet die ein. Es ist stabil, es ist zu und lässt sich dennoch leicht öffnen. Ihr seht auch hier die Verstrebungen drin. Stabil. Das ist stabil. Ich bin ja noch aus der Zeit, wo 3D-Druck was ganz Besonderes war und was richtig Stranges und da kommt niemand dran. Und ja, der liebe Stefan hat mir nämlich noch was nachgeschickt. Der hat mir nämlich noch hier einen Deckel geschickt. Hier, das ist einfach derselbe Deckel. Da habe ich aber einen zweiten Deckel bekommen mit MTG Black Set drauf. Falls ihr das nicht wisst, das ist mein Accountname. Und sehr, 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 sehr cool, sehr, sehr lieb. Vor allem, weil das halt wirklich dann individualisiert ist. Dieses MTG Black Set habe ich nur euch da drauf sitzen. Und ja, das, was soll ich sagen, ist mega cool. Kommen wir aber vom Deckel zum Inhalt der Box. Die Box selber hat hier vorne ein Commanderfach. Und hier hinten ein paar Tokenfächer. Und hat tatsächlich eine ganze, ganze Menge Platz. Aber auch hier innen drin seht ihr, wenn das Licht richtig fällt, dass das alles 3D selber gedruckt ist. Man fühlt das so ein bisschen. Ich finde es aber großartig, wie krass weit doch diese 3D-Drucktechnik ist. Ja, hier sieht man auch, wie das verschlossen ist und dass hier auch so eine Kante drauf ist. Da bin ich mir gerade, oh mein Gott, das sehe ich jetzt erst. Das kann ich euch nicht zeigen, weil ich habe keine zweite Box davon. Aber wenn ihr mal beim lieben MTG Box guckt, der wird das bestimmt, wenn er dieses Video gesehen hat, mal bei sich auf Instagram zeigen, wie man das kann. Weil hier ist eine Nut drin. Also so eine Kante. Ich dachte erst so, hey, was, wofür ist die denn? Dann ist mir aber aufgefallen, dass hier oben auf der Box, ich weiß nicht, wie gut man das reinkriegt, die Kamera, hier ist eine Mini-Feder drin. Also theoretisch, wenn ich jetzt hier keinen Schwachsinn erzähle, ja, kann man die stapeln und kann die aufeinander stecken. Das ist natürlich der Hammer. Das ist wirklich der Hammer. Ich meine, von der Höhe her passt das auch genau drüber. Das ist ja mal Wahnsinn. Richtig, richtig cool. Und ich würde sagen, ich schmeiß da mal gerade ein Deck rein. So, und wer immer jetzt erwartet hat, dass das hier nicht OG3 ist, der ist noch nicht lange noch auf meinem Channel. Ich habe nur dieses eine Commander-Deck. Ja, ihr seht, das passt. Ja, hier, so, jetzt seht ihr es auch. Es passt sehr, sehr gut rein, sehr, sehr gut raus. Es geht sehr, sehr leicht. Bei mir ist der Fall, ich habe meine 100 Karten gedoublesleeved und aktuell in Dragon Shield. Wunderschöne Sleeves, by the way. Dragon Shield Sleeves eingesleeved. Wodurch ich aber sagen muss, das ist sehr eng. Also ich kann hier noch das ohne Probleme doublesleeved und zwar mit den Dragon Shield Flippable Inner Sleeves. Also das Ding ist dicker als ein, wesentlich dicker als ein normales Commander-Deck. Und das passt trotzdem hier rein. Gerade so, ihr hört das auch. Es schrappt minimal. Und ihr seht auch, da muss man ein bisschen nachjustieren. Kriege ich ein bisschen Angst um meine Sleeves. Aber das bin nur ich. Ansonsten ist das Ding stabil da drin. Und dadurch, wie die Lasche da drin ist, dass man eben jetzt sagt, zu. So müsstet ihr Plastik brechen, damit ihr das kopfüber aufbekommt. Das Einzige, was passieren kann, ist das. Das kann passieren. Ich weiß nicht, ob man da noch eine weitere Sicherheit hier noch statt nur eine Sache zu machen, sondern dass man da irgendwie zwei Sachen macht, dass man sagt, okay, knack, knack oder hier und dann nochmal knack. Ich weiß es nicht. Aber das ist das Einzige, was mir aufgefallen ist, was passieren kann. Das heißt, ihr müsst erstmal eine Krafteinwirkung haben, die von hier kommt, die mit gut Gewalt dagegen drückt. Ja, also da muss schon Gewalt dahinter sein. Und danach müsst ihr die Karten umgedreht auf dem Kopf haben.
Ja, ist sehr unwahrscheinlich, dass das passiert, dass diese Box aufgeht. Ihr seht, es funktioniert. Es kann passieren, aber es ist nicht unwahrscheinlich. Aber es ist sehr, sehr unwahrscheinlich tatsächlich. Und wie gesagt, ihr habt hier hinten auch noch für eine Menge Token. Wir nehmen jetzt mal hier so, wie viel haben wir denn hier? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Nehmen wir mal genau 20. 20 ungesleevte Tokens passen da hinten ohne Probleme rein. Da ist sogar noch ein Platz für mehr. Also 20 gesleevte Tokens müssten da hinten reinpassen. Ich habe es jetzt nicht gezählt. Aber das müsste funktionieren. Dementsprechend, ja, sehr, 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 sehr coole Box. Ein paar Sachen habe ich noch ausgetestet, will ich noch austesten. Hier vorne passt kein Toploader rein in den Commander Sleeves, weshalb ich da ein bisschen Angst habe, dass mir hier mein Commander, der mir ja schon ganz lieb ist, irgendwie eine Datsche kriegt. Das ist der einzige Nachteil, den ich an solchen Boxen, die hier vorne dieses Fenster haben, immer finde. Ist aber eine persönliche Geschmackssache. Könnte man vielleicht noch gucken, ob man da nicht einfach ein Acrylglas noch reinsetzen kann oder ob man da irgendwas anderes machen kann. Dafür kenne ich mich nicht gut genug damit aus, gerade mit 3D-Druck und allem drum und dran. Aber sehr, sehr coole Box. Wirklich sehr, sehr coole Box. Und ja, vor allem, wenn man die wirklich stapeln kann, das wirklich funktioniert, dann das wäre der Hammer. Das wäre der absolute Hammer. Und natürlich hier wunderschön einmal an mich ausgerichtet als MTG Black Set. Deshalb sehr, sehr, sehr coole Box. Schaut beim MTG Box mal vorbei. Der macht auch sehr, sehr coolen Content und nicht nur Boxen, sondern auch Content. Aber ich glaube, der vertreibt mittlerweile auch diese Boxen und hat auch T-Shirts und was nicht alles. Schaut bei dem Jungen vorbei und ich hoffe, ich konnte euch zeigen, was das für eine Box ist und dass die wirklich, wirklich cool ist. Vielen Dank nochmal an MTG Box, der mir diese Box halt gesponsert hat, unter anderem plus ein Essen, plus noch ein Booster und so weiter. Das ändert aber nichts an meiner Meinung an dieser Box. Also die Box ist der Wahnsinn, die ist stabil. Aber ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, habt ihr gesehen. Ciao, ciao.